Aufruf zur Schweigeminute. Merci. Nach der Stille die Marseillaise. Wenn die Trauer so groß ist, gibt sie Halt. Das war vor 3 Tagen, am Freitag, den 13. Da schmetterten Fußballer und Fans die Hymne, weil sie sich feiern wollten. Im Stade de France als große Fußballnation. Freundschaftsspiel Frankreich gegen Deutschland. Auf der Ehrentribüne plaudert der deutsche Außenminister mit dem französischen Präsidenten. Es ist 21.17 Uhr, 17. Spielminute, 0:0. Was viele erst für Feuerwerkskörper halten, sind in Wahrheit Detonationen. Direkt vor dem Stade de France sprengen sich 3 Attentäter in die Luft. Einer wollte eigentlich ins Stadion. Ein Fan stirbt. Ich wollte meinen Freunden im Stadion nur sagen, ich komme in 2 Minuten. Während sie aufgelegt haben, bin ich über die Straße gelaufen. Vor mir gab es die Explosion, alles flog durch die Luft. Ich habe die Projektile gespürt, ich bin fast weggeflogen. Ein Geschoss hat meinen Schuh durchbohrt, am Zeh habe ich einen Verband. Ein anderer Splitter hat mich hier getroffen. Und das ist mein Handy. Es hat mir das Leben gerettet. Ich hatte es gerade erst gekauft. Im Stadion hat bis jetzt kaum jemand bemerkt, dass es sich bei den Explosionen um Selbstmordattentate handelt. Der Präsident verlässt seine Ehrentribüne, er ordnet eine Krisensitzung im Élysée-Palast an und verlässt das Stadion. Denn die Explosionen am Stade de France waren der Startschuss für die blutigste Attentatsserie der französischen Geschichte. ...21:25 Uhr, Rue Alibert, Ecke Rue Bichat, 10. Arrondissement. Die Terrassen der Restaurants und Kneipen waren voll, wie immer an einem Freitagabend. Die Attentäter haben das Petit Cambodge und das Restaurant Le Carillon zur Zielscheibe gemacht. Wahllos schießen sie in die Menge. 12 Tote. Das Viertel verkörpert den französischen Lebensstil, die Pariser Weltoffenheit. Genau darauf zielten die Terroristen aus einem fahrenden Auto. Es war wohl eine große Waffe, aber es klang nicht wie ein Maschinengewehr. Ziel erreicht. Wir haben Angst um unsere Kinder. Meine Tochter war nur wenige Minuten vorher auf der Terrasse des Restaurants. Sie haben einen Geburtstag gefeiert. Jetzt haben wir alle Angst. Angst um unsere Kinder. Nicht einmal 10 Minuten später, Rue de la Fontaine au Roi im 11. Arrondissement. 5 Menschen sterben im Kugelhagel. Die Stadt ist in Panik. Und nur 4 Minuten später schon sind die Attentäter in der Rue de Charonne, 2,5 Kilometer weiter. 100 Patronen haben sie hier verschossen und damit 19 Menschen getötet und viele verletzt. Auch hier war das Ziel ein Restaurant. Oh.
Überall war Glas, Menschen schrien, rannten wild durcheinander, unglaublich viel Blut. 7 Minuten später, Boulevard Voltaire, 11. Arrondissement. Man hat gemerkt, dass sie direkt auf die Menschen gezielt haben, die da auf der Terrasse saßen. Und der Typ, der war eiskalt. Er zitterte nicht. Er hat systematisch getötet. Während 2 Attentäter durch Paris fahren und auf Cafés und Restaurants zielen, ist ein weiteres 4-köpfiges Terrorkommando unterwegs zum Bataclan, einer großen Konzerthalle ganz in der Nähe. Ein Kultclub. Sinnbild für das moderne Paris, westliche Lebensfreude. An diesem Abend ist es voll. Alle 1500 Karten sind verkauft. Seit 20 Minuten spielt die amerikanische Band Eagles of Death Metal. Dann beginnt das Blutbad. Diese Amateuraufnahmen zeigen das Chaos. Tote. Man hört Schüsse, Schreie von Verletzten. Daniel Pseny ist Journalist bei Le Monde und war zufällig in der Nähe. Er wollte helfen, wurde dann selbst angeschossen. Was soll ich groß erzählen? Ich habe eine Kugel im Arm, aber da drinnen liegen Dutzende Leichen. Sein Handyvideo lässt das Grauen nur erahnen. Verzweifelte Konzertbesucher, die versuchen, ihr Leben zu retten. Einige schleppen Verletzte aus dem Konzertsaal. Drinnen haben sie Geiseln genommen. Wir sind abgehauen, aber wir waren 15. Das ist noch lange nicht vorbei da drin. Ich habe den Tod vor Augen gehabt und ich war nicht der Einzige im Saal. Et je suis pas le seul dans la salle. Wir haben auf dem Boden gelegen und nach unten geschaut, damit sie uns nicht sehen. Als wir raus sind, lagen da viele Leute am Boden, voller Blut. Das hier ist nicht mein Blut. Zur gleichen Zeit im Stade de France. Das Spiel ist aus. Erst jetzt beginnt man hier, das Ausmaß der Katastrophe zu begreifen. »80.000 Zuschauer müssen aus dem Stadion gebracht werden. Es kommt zu Panik.« Die deutsche Mannschaft weiß noch nicht, dass sie bis zum Morgengrauen in den Katakomben des Stade de France bleiben wird. Tausende Franzosen verlassen das Stadion. Trauer, Verzweiflung, Wut, die Marseillaise. Ce que les terroristes veulent, c'est nous faire peur. Die Terroristen wollen uns Angst machen. Sie wollen uns lähmen vor Entsetzen. Natürlich gibt es Gründe, Angst zu haben. Natürlich sind wir entsetzt. Aber es gibt da eine Nation, die sich zu verteidigen weiß, die ihre Kräfte mobilisiert und die noch einmal in der Lage ist, die Terroristen zu besiegen. Französinnen, Franzosen, wir sind nicht am Ende mit diesen Einsätzen. In diesem Moment läuft ein extrem schwieriger Einsatz. Die Sicherheitskräfte stürmen gerade einen Ort in Paris. Paris. 0.20 Uhr, Zugriff im Epizentrum des Terrors, dem Bataclan. Die 4 Attentäter haben immer noch mehrere hundert Konzertbesucher in ihrer Gewalt. Sie schießen erst gezielt, später wahllos in die Menge.
Beim Zugriff sprengen sich drei von ihnen selbst in die Luft. Der vierte wird von der Polizei erschossen. Kriegsartige Szenen mitten in Paris. Wir haben am Anfang gedacht, dass es Feuerwerkskörper waren. Als wir uns umgedreht haben, haben wir zwei junge Männer gesehen, nicht älter als 25. Sie hatten Kalaschnikows. Sie haben geschossen, geschossen, geschossen. Sie wollten wirklich ein möglichst großes Blutbad anrichten. Dieser Saal, so viele Tote. Avec autant de corps jonchés sur le sol, c'est... Ich habe mich hinter der Empore verschanzt. Und dann sind wir alle in die Künstlerlogen geflüchtet und haben uns verbarrikadiert. Am Ende hat die Polizei uns herausgeführt. Das war ein einziges Schlachtfeld, ein Massaker. 89 Tote, über 200 Verletzte alleine hier. Frankreichs Regierung kommt zum Tatort. Es gibt so viele Verletzte, schwer Verletzte. Sie sind schockiert von all dem, was sie da sehen mussten. Wir wollen hier sein unter all denen, die diese schrecklichen Dinge miterlebt haben. Paris am Morgen danach. Die Leute sollen ihre Häuser nur im Notfall verlassen. Die Märkte sind leer, Schulen geschlossen. Zum ersten Mal seit dem Algerienkrieg in den 60er Jahren verhängt Frankreich den Ausnahmezustand im ganzen Staatsgebiet. Alle Fernsehsender machen Sondersendungen, befragen Terrorexperten, Politiker, Psychologen und immer wieder auch die, die den Horror ganz direkt erlebt haben. Julien ist selbst Journalist, er stand im Bataclan ganz vorne, um einen Konzertbericht zu machen. Ich bin weggerannt, ich habe den ganzen Zuschauerraum durchquert, da lagen überall Leichen und Verletzte. Und ich habe mindestens zwei Tätern direkt in die Augen gesehen. Distinctement au moins deux des assaillants qui nous regardaient. Quand vous sentez capable de dann denkt man nicht mehr nur an sich, sondern auch an alle die, die in diesem Horror verletzt wurden. Ich habe eine junge Frau auf meine Schultern gehoben, um sie mit herauszunehmen aus dem Bataclan. J'ai saisi cette jeune fille et je l'ai portée pendant un temps sur mon épaule, le temps de sortir de la du Bataclan. J'essaie peut-être de parler au nom de tous ceux. Ich bin sicher nicht repräsentativ und kann nur für mich sprechen. Ich hatte wahnsinniges Glück. Es war so brutal, es war barbarisch. C'était d'une telle violence, une telle barbarie. Wenn man nicht darüber redet, dann macht es einen irgendwann wirklich fertig. Man muss darüber reden. Drei Tage Staatstrauer in Frankreich. Wie schon nach den Charlie-Attentaten stehen in diesen Momenten alle Franzosen zusammen. Doch jetzt trauern sie um über 120 Terroropfer, getötet in einer gut koordinierten Attacke an mehreren Orten gleichzeitig. Der Präsident spricht von Krieg. Es ist ein Krieg. Attentate von einer Terrorarmee des Islamischen Staates. Eine dschihadistische Armee, die gegen Frankreich kämpft. Gegen die Werte, die wir in der ganzen Welt verteidigen. Mehrere tausend Soldaten hat François Hollande zusätzlich mobilisiert. Doch das Problem ist, dass es sich bei ihren Gegnern oft ebenfalls um Franzosen handelt. Franzosen, die Krieg gegen ihr eigenes Land führen. Diese Bilder sind am Tag vor den Attentaten in Syrien entstanden. Jamel Ghessoum hat sie selbst gedreht. Eigentlich arbeitet er in den französischen Problemvororten, kümmert sich auch um radikalisierte Jugendliche. Er wollte sich vor Ort ein Bild machen. Viele Dschihadisten sind wie er Kinder aus Einwandererfamilien. Integration, das Dauerproblem in Frankreich. C'est-à-dire qu'on parle encore d'intégration
Man redet immer noch von Integration, wenn man von diesen jungen Leuten spricht, die in Frankreich geboren sind. Und dann haben sie keine Arbeit, keine Zukunft. Und dann suchen sie sich einen anderen Weg. Das kann auch der Dschihad sein. Frankreich hat es nicht geschafft, den Menschen in den Vororten und sozialen Randgebieten das Gefühl zu geben, dass sie wirklich zur Republik gehören. Hier hat Frankreichs Politik schon seit Jahrzehnten keine Lösung gefunden. Die Politik hat das einfach schleifen lassen, auch nach den Unruhen von 2005. Die Politiker haben sich nicht gekümmert. Religiöse Gurus haben das dann übernommen. Sie haben rekrutiert und es hat funktioniert. Die Jugendlichen sind erst in kleinen Gruppen in Kriegsgebiete gegangen, dann haben sie ihren Freundeskreis nachgeholt. Man hat die Problemviertel sich selbst überlassen. Bitte verlassen Sie den Platz der Republik, sagt die Stimme aus dem Lautsprecher. Denn Demonstrationen sind jetzt verboten bis Donnerstag. Sie bleiben trotzdem, trauern um die Terroropfer. So etwas darf man ihrer Republik nicht antun. Und deshalb ist das hier genau der richtige Platz. Das war schon nach Charlie so. Inzwischen haben die vielen Toten erste Gesichter und Namen. Quentin. Elodie. Maxime, Thomas, Marie, Mathias und Marie, Pierre, Valeria. Alima feierte Geburtstag mit Freunden. Sie starb, weil sie auf der Terrasse eines Restaurants saß, als die Attentäter kamen. Sie war eine junge Mutter mit einer glücklichen Familie. Meine Schwester hinterlässt zwei Kinder. So bleibt etwas von ihr, um das wir uns kümmern werden. So haben wir wenigstens etwas, was uns von ihr bleibt. Ich werde sie nie vergessen. Auch gestern Abend setzten sich wieder Tausende über das Demonstrationsverbot hinweg. Nur keine Angst zeigen. Wenn das so einfach wäre. Es hat geknallt ganz in der Nähe. Falscher Alarm, nur ein Feuerwerkskörper. Alltag im Ausnahmezustand. Der erste Wochentag nach den Attentaten. In den Schulen sind die Lehrer dazu aufgerufen, die Ereignisse mit den Kindern aufzuarbeiten, altersgerecht. Wisst ihr eigentlich, was der Islamische Staat ist? Fragt die Lehrerin. Wenn ich auf die Straße gehe, habe ich Schiss. Ich schaue mich dauernd um, ich habe Gänsehaut. Eine Frau ist im Krankenhaus gestorben. Es hat viele Tote gegeben. Das hat mich schockiert. Und an diesem Gymnasium in der Nähe der Attentatsorte sind heute mehrere Schüler zu Hause geblieben. Ich war am Attentatsabend bei meiner Freundin am Platz der Republik. Ich habe die Leute wegrennen sehen. Ich kann es verstehen, dass heute einige nicht kommen wollen. Man muss erst mal Distanz gewinnen. Aber ich bin doch ein Mensch. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich habe Angst. Und es nervt mich, dass ich Angst habe. Hoffentlich geht es jetzt nicht wieder gegen uns Muslime. Heute Morgen haben sie uns schon komisch angeguckt und keiner wollte sich neben uns setzen. François Hollande geht an diesem Nachmittag nicht in den Élysée-Palast, sondern ins Schloss von Versailles. Ein historischer Moment. Es tagt der Kongress. Normalerweise trifft man sich hier nur, wenn die Verfassung geändert wird. Und genau das würde der Präsident gerne erreichen. Für mehr Sicherheit gegen den Terror. Davon muss er nun das ganze Parlament und den Senat überzeugen. Es geht doch um die Einheit des Landes. Der Terror wird die Republik nicht zerstören. Es ist die Republik, die den Terror zerstört. Vive la République et vive la France. Ein seltener Moment der Einigkeit. Vertreter fast aller Parteien applaudieren dem Präsidenten.
Morgen enden die 3 Tage Staatstrauer. Dann werden die großen Debatten beginnen. Um Radikalisierung, politisches Versagen, das zerrissene Frankreich, das im Moment noch vereint ist in seiner Trauer. Mein Herz weint, ich bin wütend auf diese Feiglinge, hat Sophia aus der 3. Klasse auf ihr Bild geschrieben. Und ich liebe dich, mein Frankreich.